Moin miteinander. Herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Meine Güte, walisch zu reden ist unglaublich geduldsstrapazierend. So, beim letzten Mal haben wir Ivo befreit. Sind immer noch in Matrogas Festung und müssen jetzt den Gremlin bef- und ich klicke einfach mal alles an. Ein seltsamer Holzkasten. In da ihm hängt ein kleinerer Kasten was aus das Metall. Wohl ist. Gucken wir mal rein. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort ein größerer Zettel mit einem Text. Mysteriös, was das wohl alles ist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Während wir hier versuchen, jetzt mal einen Weg aus der Folterkammer rauszubekommen. Sie ist fest verriegelt. Hä? Du meinst, der Riegel ist für dich zu schwer, um ihn anzuheben? Ja. Irgendwie muss er aber weg. Hast du nicht noch die Schlüssel? Also, warte mal, hast du nicht noch die Schlüssel? Genau, geh mal in deine Ecke, schmollen. Und jetzt gucken wir mal. Das Vieh hat die Schlüssel nicht mehr. Kann es denn nochmal wieder den Kerker verlassen? Flups und weggeschlupst. Flups, schlups, klups, klups, flups, schlups, schlups, klups. Oh, da liegt er schon wieder. Hä? Das war jetzt random. Okay. Wir können den Troll ärgern. Das hat sich als eine besonders kluge und intelligente Idee herausgestellt. Hier, wir haben doch das Stillleben, was wir hier immer noch reinbasteln können. Hallo, Chip Chip. Wenn da nicht die sprichwörtliche Dummheit der Trolle wäre, würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Super. Halt. Befestigen wir das Gummihuhn am Foltergerät. Whatever. Es ist... ja, eindeutig. Gut. Es sieht nämlich total bescheuert aus. So, Kanonenkugel mit dem Gummihuhn. Feuerbereit. Fehlt nur noch das Ziel. It's your turn. Ich weiß nämlich jetzt, was sie vorhat. Ich finde das sogar stylisch, dass sie als Katapult ein Gummihuhn nimmt. Wisst ihr, was ich meine? Es hätte ja auch irgendein anderes Gummizugteil sein können. Nein. Aber sie bleibt dieser Falle konsequent. Kikirikiki, ein Bild von einem Huhn und ein Gummihuhn. Lass los! Volltreffer. Das haut sogar einem Bergtroll aus den Latschen. Hilf mir mal. Wir schieben den Brocken in die Zelle da. Oh. Das wäre das. Oh. Der ist ganz schön klein. Komm, also die Zelle. Weiter geht's. Ganz schön klein. So, ich möchte mit Ivo weiterspielen. Denn das Vieh hat sich als nicht wirklich hilfreich herausgestellt. Das Gummihuhn klebt da immer noch. So, was können wir denn hier mitnehmen? Gucken wir uns mal den Hammer an. Ein ziemlich schwer aussehender Schmiedehammer. Ich will nicht dem dazugehörigen Schmied begegnen. Ich auch nicht, aber kannst du den mitnehmen? Du bist ja, hast ja ein bisschen mehr Muckis. Muckis. Ja, wow. Entweder ist das Vieh unglaublich schwächlich oder Ivo ist unglaublich stark. Wobei, nach der letzten Folge ist das eigentlich gar keine Frage mehr mit ihrer akrobatischen Kunst, wie sie sich selbst aus den Fesseln befreit hat. Nur eine einzelne Wache hier oben? Das ist seltsam. Andererseits, Mortroga kann auf sich selbst aufpassen. Ausgehen. Was haben wir hier denn noch?
öffnen wir mal die kleine Truhe. Hauen wir doch mal mit dem Schmiedehammer auf die Truhe. Hm, schade. Suchen wir mal die Pergamente. Irgendwelche Dokumente. Aber da komme ich nicht ran, ohne dass die Wache mich sehen würde. Abgesehen davon, dass ich Mordroga sehen würde. Oder ist die einfach komplett blind? Wer weiß, ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir einen Banner. Das Wappen auf dem Banner könnte zu einer der Kolonien der Erzhexe gehören. Hier aus der Gegend ist es zumindest. Zünden wir doch mal das Banner an. Hm, das könnte ich tun. Man würde den Rauch bemerken und jemand würde das Feuer löschen. Das Vieh und ich dürfen nur nicht erwischt werden. Das Vieh kann auf sich aufpassen. Das dürfte für etwas ablenken. Oh, ich habe eine Idee. Mist. Mist. Ich habe eine Idee und die Idee, Was für eine unglaublich furchterregende Stimme diese Wache doch hat. Eine Mischung aus einem kleinen Kind und Darth Vader. Oh Mann, die kann man ja echt nicht... Wow, wie hast denn das gemacht? Die Wache kann man ja echt nicht ernst nehmen. So, wir nehmen das Vieh. Piep, Vieh. Piep, Piep. Ah ne, Piep, Piep ist da oben, ne? Tip, tip. So, ich habe nämlich jetzt eine Idee, was wir machen müssen. Ich werde mal den Weg nach da oben skippen und ich verstecke mich jetzt mal in die Vase. Genau da rein will ich mich verstecken. Und jetzt nehmen wir Ivo und zünden das Banner nochmal an. Verschaffen wir unserem kleinen Partner mal etwas Bewegungsfreiheit. Oh Mann, der ist echt furchterregend. Du auch, Vieh. So, wir nehmen mal hier ein paar Dokumente. Weil Mordroga das ja völlig scheißegal ist, wer hier rumläuft. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Können wir hier die Dings aufmachen? Nein. Ein Frostzauber. Ah, ich weiß, was wir damit machen müssen. Sehr gut. Du versteckst dich wieder. Verfluchte Sauerei! Warum muss ein Weil der Troll im Knast sitzt und sonst kein Mensch hier ist. Oder was auch immer du bist. Ich will es nicht mehr verschreien, dass du ein Mensch bist. Keine Ahnung. So, hier, Frostzauber. Ivo, wo bist du? Bist du schon wieder... hier? Ah, in ihrer Zelle. Wie gemütlich und wartet. Gagaglu heißt auf jeden Fall bitte. So viel weiß ich jetzt schon. Weil er das immer sagt, wenn er bitte sagt. So, Frostzauber auf die Gitterstäbe. Das muss doch funktionieren. Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden ohne Magie im Blut ist der Zauberspruch nur ein Blatt Papier. MacGuffin kann doch zaubern. MacGuffin? Wie? Ich bin bereit. Seid ihr zufällig magisch begabt? Das Vieh hat einen Frostzauber gefunden, aber ich kann ihn nicht benutzen. Da muss ich passen. Ich bin auch nicht magiebegabt. Oh, toll. Wer ist das heutzutage schon? Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Dieser rote Holzkasten dort. Wofür ist er wohl gut? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er sieht sehr interessant aus. Hm. Rein wissenschaftlich natürlich. Er scheint hier nicht reinzupassen. Mordrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig. Oder vielleicht hat sie das Ding auf einem ihrer Raubzüge erbeutet. Wer weiß? Hm. Okay. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins. Magie. Also
Ich habe ja kaum irgendwelche Hoffnungen, aber Vieh, kannst du das? Ich kann mit dem Zauberspruch nichts anfangen. Du vielleicht? Och, sag das doch. Toll, das Vieh ist magiebegabt, ist schweres Wort. Aber okay, komm, so wie er aussieht. Hier, Frostzauber. Dann vereisen wir mal die Gitterstäbe. Was hat es vor? Erstaunlich. Ganz. Ich dachte, man muss sprechen können, um die, um den Zauberspruch auszusprechen. Winke dem kleinen Mann zu. Das konnte ich nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich musste ihm zuwinken. So, hier, wir haben aber noch einen Schmiedehammer. Komm, jetzt volle Kanone. Du bist die mit den Muckis. Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh. Oh, wie süß. Und natürlich auch auf dich. Zu gnädig. Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen. Aber es ist mir nicht gelungen. Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Das ist ein Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er. Hallo, MacGuffin. Ist irgendwie jetzt nicht ganz so beeindruckend, der Mann. Gremlin, Gnom. Und ich kann auch nicht zu ihm wechseln, aber wir haben jetzt... Wir haben keinen Draht. Ich dachte, wir hätten einen Draht. Haben wir nicht einen Draht bekommen? Hä? MacGuffin? Ja? Ach so, er gibt ihm uns einfach nicht. Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem ja, man ist ja jedes gut. Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo nicht. Ist die eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Oh, vergiss Mann, das nicht. Mann. Das ist ein sehr schräger Typ. Dort in diesem roten Kasten gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Und ab, weg in die Telefonzelle. Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das ist eine Telefonzelle. Das sehe ich genauso. Okay. Ja, komm. Ich werde natürlich das Wissen und die Genialität eines Archäologen nicht in Frage stellen. Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art und eine kleine Goldmünze. Okay. Ich eile. Ausgezeichnet. Du bleibst hier weiter rumstehen, ha? Huh? Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es können Dutzende sein. Wahnsinn. Okay,
Ich muss weiter, bis später. Du siehst aus, als wenn du hierher gehörst. Vielleicht hast du einen Zettel dabei. Das ist das Skelett eines... Ich fürchte, die eigene Unsterblichkeit führt zu Defiziten in der anatomischen Allgemeinbildung. Sagen wir, es war so etwas wie ein Halbling oder ein kleiner Mensch. Okay. Naja, ich hätte ja sein können, dass er das dabei hätte. So, wir gehen wieder hier hoch. Und dann nehmen wir uns mal so ein Goldstück mit. Ah, wir können die Truhe öffnen. Huch, was war das denn? Gut, dass es keine Geräusche gemacht hat, wie das Krönchen darunter gefallen ist. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Das war alles? Super. Und wie komme ich jetzt an die Nummer eines anderen Geräts? Ich könnte ja mal Motroga fragen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die mir nicht antworten wird. Und wenn sie antwortet, dann tut es wahrscheinlich weh. Zum Glück steht die Wache mit dem Rücken zur Treppe. Unbemerkt auf den Platz komme ich trotzdem nicht. Ach, das haben wir doch schon alles. Das ist doch schon alles erledigt. Wir haben Glück, dass Fifi gerade nicht zu Hause ist. Zweiköpfige brennende Kernhunde nerven immer. Auch wenn dieser ziemlich klein zu sein scheint. Bringt uns auch nicht weiter. Der Troll ist immer noch K.O. Ich hoffe, wir sind weit weg, wenn der wieder zu sich kommt. Die Gitter sind sehr stark, aber ein wütender Troll ist stärker. Okay, also wir haben jetzt zumindest ein paar Goldmünzen hier. Probier mal was aus. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen. Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her. Na toll, und er muss nicht bitte sagen, oder wie? Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Irrsinn! Wenn wir Pech haben, müssen wir viele Milliarden Nummern ausprobieren. Und wer weiß, an welchen Ort uns eine falsche Nummer bringt. Schon gut, schon gut. Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar... Irrsinn! Wenn... Schon gut, schon... Okay. Das ist ärgerlich. Gucken wir noch. Und mit diesem seltsamen Kasten soll man wirklich große Distanzen überbrücken können? Ich bin auch skeptisch. Vor allem, weil mir immer noch eine Nummer fehlt. Ist hier irgendwo eine Nummer? Was ist das denn? Ist hier am Fackelalter? Das wäre ich am Lebtag nicht drauf gekommen. MacGuffin? Ziehen Sie mal an der anderen Halterung. Ein Telefonbuch! Das sollte uns weiterhelfen. Wie geil ist das denn? Mal schauen. Oh, wie gut ist das denn? Ein Buch. Es ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten. Oh, sehr gut. Hier, nimm das Telefonbuch und werd glücklich damit. Schaut hier. Dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal. Darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Tatsächlich. Hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Nicht nur eines. Wie lautet sie? 2. Hätten wir ja lange rumprobieren können. Dann wollen wir mal sehen. Scheint wohl nicht viele zu geben, obwohl das Buch sehr dick ist, ha? Kommt beide rein. Nur zu. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Arr, wer würde nicht gerne mit Ivo in irgendeinem engen Ding stehen also wollen? Man soll dieses Teil hier abnehmen. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. 2. Es funktioniert. Wie gut. Das war interessant.
Einfach lächerlich. Und jetzt? Auf zum Erzmagier. Immer noch. Kapitel 4 in den wilden Landen. Aber diesmal haben wir Ivo das Vieh und MacGuffin befreit. Yeah. Auf eine sehr ominöse Art und Weise, wie ich finde. Aber naja, es hat funktioniert. Also ein bisschen wie bei Harry Potter, ne? Die kommen ja auch so ins Zaubereiministerium durch Telefone. Also warum die auch nicht hier, ne? Das war ein merkwürdiger Satzbau. Oh, jetzt geht's mit Nate weiter. Mal schauen, wie es dem so ergeht. Aber wie es ihm ergeht, das, meine lieben Freunde, sehen wir heute noch, weil das in der Sequenz läuft. Hm. Wo sind all die blutrünstigen Orks? Nun ja, ich bin als Letzter übrig. Das heißt, ich kämpfe gegen dich im Kriegerwettkampf? Nein, einer muss ja der Schiedsrichter sein. Also habe ich keinen Gegner und habe kampflos gewonnen? Nicht so schnell. Oh nein. Oh, Sasi. Schön, dich zu sehen. Hast du zugenommen? Dieser Mensch gehört mir. Ich werde ihn zur Erzhexe bringen. Du kannst ihn nicht einfach mitnehmen. Er ist ein Krieger. Das ist doch lächerlich. Schild, Schwert und Helm sagen etwas anderes. Wir sagen überhaupt nichts anderes. Du bist kein Krieger. Worauf wartest du noch? Hau die Grünhaut um! Er ist ein Krieger, der in unser Lager gelassen wurde, um an einem Kriegerwettkampf teilzunehmen. Solange der Wettkampf läuft, steht er unter dem Schutz unserer Vorfahren. Tja, manchmal können Traditionen echt nervig Gegner sein. Aber dieser Wettkampf wird noch eine ganze Weile dauern. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, oder? Also schön. Der Wettkampf hat begonnen. Die Kontrahenten messen sich in den Disziplinen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Okay. Ihr könnt jederzeit eure Prüfung ablegen. Wer das Lager verlässt, wird disqualifiziert. Gut, also und ist zum Abschuss freigegeben. Also im Lager bleiben. Oh Mann. Das ist ein Traum. Nicht nur, dass du heute Abend am Galgen baumeln wirst. Nein, ich kann mich zuvor auch noch an deiner Unfähigkeit ergötzen. Okay, damit wären wir soweit. Doch bevor jetzt endlich Abkündigung. Moment, geh mal dahin. Ich will, dass du da stehst und uns dann anguckst. So, also bevor wir die Krieger-Wettkämpfe im Ork-Lager machen, verabschiede ich mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich kann euch so viel versprechen, es bleibt spannend. Bis dahin und ciao.